Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft 1.16 Snapshot. Wir müssen wieder zu den Eisschollen, zu den Eisbergen. Und deshalb müssen wir in die Richtung irgendwo ein bisschen rennen, weil es ist Nacht und wir haben kein Bett mehr. Wir haben das Bett dort gelassen, wo wir es nicht mehr finden. Gut, währenddessen muss ich noch kurz an ein Thema denken. Was könnten wir heute erzählen? Es ist eine Nachfolge, Folge von der zweiten Folge. Und ja, es ist jetzt momentan schon echt gefährlich hier. Ich möchte nicht sterben, weil ich die Leiche dann auch nicht mehr finde. Aber ich spiele natürlich mit den ganz normalen Regeln. Keine Game Rules einstellen. Auf normal. Später vielleicht auch schwer. Genau, erzählt mir doch ein paar Challenges. Was soll ich machen in Minecraft, damit ihr auch ein bisschen mehr Spaß habt eventuell? Was soll ich machen oder nicht machen? Was darf ich machen? Dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde es auch im zweiten Part schon hinschreiben. Das sind mir einfach ein paar Challenges für dieses Projekt. Dass es vielleicht noch länger geht, dass ich noch länger Spaß habe, oder? Und ihr natürlich auch Spaß habt, die Blöcke auch ganz genau unter die Lupe bei mir zu sehen. Also, dass ihr wirklich sehr viel erfahrt über das Update. Und ja, ich sage so ungefähr im fünften Part werde ich dann die Patch-Notes mal vorlesen, damit ihr auch seht, was jetzt genau neu ist. Oder? Also, ja, genau. Ja. Steuern ist B. Ja. Steuern ist eine Kunst. Hallo, noch ein Enderman. Es sind echt viele Endermänner und Hexen. Also Hexen habe ich am ersten Part gesehen. Oder nee, das war noch ein Modpack. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Aber viele Hexen habe ich in letzter Zeit gesehen. Danke. Gut. Ah, oh, Stecke. Ich bleibe stecken. Jo. Also was wäre eine Challenge? Immer die Creeper austanzen. Immer einmal schlagen, ein bisschen mitkommen. Boah, ich bin tot. Wie viel machen Creeper Schaden? What the fuck? Wir sind, glaube ich, in der Nähe, aber ich werde jetzt entschieden. Ich mache jetzt einen Cheat, weil ich muss die Items retten. Sonst finde ich die zu wenig schnell. Also Gebirge war... Das müsste hier gewesen sein. Sind ganz in der Nähe vom Spawn. Wie sieht man Items eigentlich gut von weitem? Hey, das muss doch hier gewesen sein. Oder hier hinten. Ah, oh, wir sind in der Nähe, also es ist gar nicht so schwer zu cheaten. Wo ist denn das Creeper-Loch? Das muss hier gewesen sein. Wenn ich das jetzt nicht schnell genug finde, ey, muss ich alles wieder cheaten, ey, keine Lust. Also man muss irgendwo das Creeper-Loch doch sehen jetzt. Das muss doch irgendwo hier gewesen sein. Hä? Dort drüben? Okay, wir sind einmal um den Berg wahrscheinlich. Aber Wüste habe ich nicht gesehen. Wo ist das Creeper-Loch? Mann, wir müssen doch die Leiche finden. Wir müssen doch irgendwo hier ein Creeper-Loch finden. Hä? Hat es kein Creeper-Loch erstellt? Oder habe ich sie übersehen? Ach, ich bin so ein Blödsinn. Ich darf doch keine Challenges machen mit Creeper. Die machen so viel Schaden, merke ich jetzt auch wieder. Es muss irgendwo hier gewesen sein. Wir gehen runter, damit wir auch die Items sehen. Was muss hier gewesen sein? Ist es ein Fluss, ein Wald gewesen? Ist hier? Nee. Hä? Es war genau gleich. Genau so ein Gebiet. Was ist denn das? Das
kann doch nicht zwei Gebiete genauso gleich sein. Mann, ich habe mich so jetzt in eine schlechte übrigens, dass ich sogar cheate. Da, okay. Oh, Manuel, oh, Scheiße. Unglaublich, ey. Okay, wir machen keine Challenge. Nee, doch, wir machen schon Challenges. Also nicht mit Kriebel, okay? Ohne Kriebel. Kriebel lassen wir in Ruhe. Die Kriebel sind böse. Ja, und ich bin auch böse auf Kriebel. Gut, wir haben drei Level verloren. Dann noch mehr Items hier. Gut, dass die auch. Ah, oh, die Diamanten sind natürlich sehr wichtig. Okay, sehr gut. Also, dann wissen wir aber auch, wo der Anfang ist. Ich habe gecheatet, Leute. Ich habe gecheatet. Ich bin so ein schlechter Spieler. Lalalala. Ja, und die Musik beginnt auch schön zu trällern. Oh, wie toll. Oh. Ich fühle mich momentan besonders toll. Als schlechter Zocker. Ja. Ironie, Ironie da. Ironie überall. Das Spiel hat Ironie, ich habe Ironie, Leute haben Ironie. Alle Leute haben Ironie. Endlich ist die Ironie da. Ironie des Schicksals. Wieso gibt es nicht ein Game Ironie, wo man einfach die ganze Zeit Ironie-Erlebnisse hat? Ja, ich bin besser, ne? Ha, die Spinne wollte abhauen. So, wo hat's jetzt endlich dieses. Oh, aua. Oh, hunderte von Skelette. Also, ich bin weg. Ich glaube, hier drüben. Können wir kurz schlafen? Hat sie ein Haus? Ein Bett? Geh weg. Oh, das Schwert so richtig. Dankeschön. So. Als nächstes die Schatztruhe. Also, die Schatztruhe ist keine. Es ist. Ein Crafting Table und ein Bett. Und ein Räucherofen. Ah, hallo Golem. Hier ist es, oder? Ja. Ich bin auch gut. Ich habe ein Heimwerk gefunden. Dann machen wir doch nochmal kurz ein bisschen Eisen. Und jetzt unbedingt eine Rüstung, ey. Das ist mir zu heftig. Okay, genau. Wir machen mal, nehmen wir alles mit. Also das den Ofen brauche ich ja nicht mehr zu nehmen. Ja, doch. Also, was legen wir weg? Ein Buch. Ein Buch brauche ich. Bruchstein. Noch mehr Bruchstein. Dann nehme ich das Buch wieder mit. Aber Bruchstein brauche ich nicht. So, nicht so viel. Das kann ich überall holen. Ja. Gut. Dann nehmen wir doch noch etwas raus, damit wir noch ein paar Sachen einsammeln können. Ja. Ich brauche sowieso Holz. Wir müssen noch ein bisschen Holz farmen. Jetzt brauche ich echt. Momentan nicht. Weg. Sammeln lieber noch ein bisschen Holz. Gut, und machen uns auf den Weg zum Eisschollen. Biom. Ja, weil ich dann wahrscheinlich dunkel auch bauen möchte. Ach, nehme ich noch ein paar Setzlinge mit. Genau. Weil im Übersicht ist ja wirklich ganz am Ende, weil wir keine Minimap haben. Komm, gib mir ein paar Setzlinge. Wir müssen noch mehr abbauen. Leider. Das muss aber sein. So einfach einen kurzen Haus bauen aus Schwarzeichenholz. Und dann einfach alles Neffe-Zeugs brauchen. Bis wir eigentlich im Neffe auch alles entdeckt haben.
können wir auch noch mehr machen, können sogar das dann weitermachen in der 1.16 Realisse Version. Wie ihr mögt, gell? Sagt mir bitte in den Kommentaren, was ihr mögt. Ja. Also das Bett haben wir auch, nicht? Das Bett haben wir noch nicht. Also, was legen wir noch weg? Ja, sonst müssen wir doch ein paar Sachen noch rauslegen. Ah, Schwarzeichen setzlichen habe ich. Aber mehr Truppen auch nicht. Einen Setzling. Einen Setzling aus ein paar Bäumen. Ja. Tut mir leid, dass ich euch noch ein bisschen aufhalte, aber was brauche ich? Ich brauche mindestens 4 Setzlinge. Jetzt müssen wir das einfach später holen. Weil wir die müssen wir ja auch noch mehr ja, verbreiten. Oder aus 6 Setzlinge, aus 4 Setzlinge dann 8 machen und so weiter. Deshalb müssen wir noch ein paar mehr Bäume mitnehmen. Aber es sind auch die Luxusbäume, da braucht man einfach Geduld. Nur ich habe halt nicht so viel Geduld, weil ich Mods spiele. Und Mods ist eigentlich auch manchmal schneller geht. Einfach viel mehr Items da sind. Das ist jetzt momentan die Geduldsmusik. Die macht mich so ungeduldig. Haben wir noch? Ja, wir haben noch 12. Komm, nehmen wir noch ein paar mit. Wenn wir doch schon so viele hier haben. Ah ja, die Glocke könnte ich mitnehmen, aber ne. Das machen wir alles dann, wenn wir es mal für nötig halten. Jetzt wollen wir einfach ins Nerven. Und B, das schlägt irgendwie fehl, ja. Er schlägt schon fehl, ich habe keinen. Feuerstein. Aber gut, das können wir dort auch holen. Also, in dieser Richtung war es ungefähr. Also es war wirklich der falsche Weg, falsche Wald. Ich habe ja den richtigen am Anfang gesehen, wo wir aus der Mine gekommen sind. Und sind dadurch noch einen Kreis gegangen. Also ich hätte auch früher nach Hause gehen können. Okay, Bett habe ich. Sehr gut. Gut. Ich bin halt einer, der wirklich für Unterhaltung sorgen will und nicht unbedingt sehr schnell alles zeigen möchte und dann wieder das Projekt einstampft. Also einfach nicht wundern, wenn ihr halt ein bisschen warten müsst. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Sonst meckert, gell? Ihr dürft meckern. Ist doch halb so schlimm. Beim Sumpf möchte ich nicht wohnen. Ich mache jetzt ein Boot fertig. Ziehen. Crafting Table mitnehmen. So. Wir gehen ja, hier in den Wald. Zuckerrohr bräuchten wir eigentlich auch. Ich möchte einfach vom Kalten in die Hitze gehen. Das ist ein Gebirge scheinbar. Das ist sehr schön hier. Nur der Platz ist ein bisschen gering. Da drüben ist eine Wüste, ne, das ist auch ein Eisberg. Hier wäre der Platz, oder? Ja, auch nicht so. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass so viel Schwarzeichenwald hier ist. Auf dieser Insel. Dann haben wir Eisberge. Oder wir gehen auf eine Eisscholle. Ich finde irgendwie diese Insel ja auch nicht ganz so toll zum Bauen. Habt ihr Lust auf Skyblock, auf Eisschollen, also Eisschollenblock? Ja, auf diese Insel kann man ja auch nicht viel anpflanzen, deshalb lieber auf eine Eisscholle. Das ist doch unser Berg, das sieht doch cool aus. Dann gehen wir an den Berg und machen das Portal,
Zum Beispiel auf diese einsamen Eis oder auf diesem, auf diese Sand. Nee, wir müssen auf eine Eisscholle das Portal machen. Von Eis zu Feuer ist einfach zu cool. Genau. Also machen wir doch das hier. Das ist der exklusive Platz für unsere Zuschauer, für uns alle. Und deshalb, genau, können wir eigentlich hier ab hier dann auch den Garten machen. Zuerst mal eine Treppe. Treppe der Götter. Profizocker. Ich mache das sogar ein bisschen weiter weg. So, Portal ist da, aber wir können es noch nicht befeuern. Deshalb legen wir mal alles Zeugs hier rein, das wir jetzt nicht brauchen. Ja, Essen möchte ich aber trotzdem mitnehmen. Ah, mitnehmen. Ja, ich mache das einfach so, auch wenn es verschwenden wird. Mit. Bett könnte ich ja da lassen, weil es im Neffe ja explodiert. Oh, Eisbären. Okay, dann gehen wir kurz Ding holen. Kies. Also, Beisteine vom Kies. Gehen wir mal hier drüben. Möchte ich gerne auch noch anschauen. Aber Eisschollen sind halt im Weg. Ja. Also das ist das andere Eis dort, oder? Also das ist das normale Eis und das ist das neue Eis. Packeis, ja? Oh, der Berg. Aber der wird leider noch genäht hinten, aber so sieht er eigentlich. Das ist der perfekte. Das ist wirklich. Der wird nicht mehr generiert. Oh, das ist der geilste Berg, den ich je gesehen habe. Screenshot. Ja, jetzt wird es natürlich wieder Nacht. Haben wir hier irgendwo Kies? Im Wasser oder so? Ich mache ein bisschen Kies für einen Feuerstein. Haben wir da irgendwo Kies beim Gebirge? Kies beim Berg? Ja, dann müssen wir halt wieder zurückfinden, aber ja gut. Ich hab das Bett mit, oder? Ah, oh, Schäkel, Schäkel. Oh, die habe ich ja noch nicht so viel spielen oder züchten können, so. Ja, gut. Werden wir wahrscheinlich auch wieder übertreiben. Okay, sehr gut. Das Skelett ist schon gespawnt. Ist irgendwo hier Kies in einer Höhle oder so? Ist das Kies? Das ist doch Kies. Sieht einfach so neu aus. Ja, okay, wir haben schon freigestellt. Nehmen wir aber noch ein bisschen mehr freigestellt mit. Zur Sicherheit. Schon zwei. Okay, sehr gut. Dann wieder zurückkehren. Oh, geil. Das ist so geil. Ich habe so Freude an Minecraft. Ich hatte jetzt ungefähr 2 Jahre nicht mehr so viel Bock auf Minecraft. Ich dachte mir wirklich, wie kann ich mir Minecraft wieder als Lieblingsspiel aussuchen? Also, dass es mir wieder so gefällt. Also habe ich Modpacks gemacht. Mir gefielen aber die Modpacks nicht so gut. Dann ging ich auf 1.12 zurück. Und dann habe ich Adraro gemacht. Und mir gefiel es riesig. Nur habe ich das Gefühl gehabt, anderen gefällt es nicht so.
Und jetzt habe ich ja das 1.16 Snapshots Let's Play gemacht und ich habe das Gefühl, nach einem Part Sicht, ihr wollt es einfach. Also ich müsste jetzt eigentlich immer das Aktuellste bringen, damit ihr mir zuschauen wollt. Und das mache ich gerne. Nur möchte ich das auch noch erweitern. Also ihr dürft das mir so sagen in den Kommentaren oder auch privat, wie ihr das Projekt auch sehen wollt und wie lange und wie schön und was wir als nächstes machen. Alles Mögliche dürft ihr entscheiden. Und ich habe mega trocken. Es tut mir leid, dass ich so trinken muss. Aber ich muss richtig schön angenehm trinken. Oh, komm schon. Also eine Rüstung ist Pflicht. Bogen, ja, ich muss halt einfach... Oh, cool. Eisschmitz. Ich sag einfach cool. Brot für den Drachen. Oh, Brot. Und sonst? Also sollen wir doch einen Bogen machen. Wir haben einfach zu wenig Pfeile. Aber für den Notfall machen wir jetzt einen Bogen. Ich bin nämlich ja gut im Gas besiegen. Wir haben ja große Dinge. Also, Kohle nehmen wir noch mit. Obsidian müssen wir nicht mitnehmen. Okay, dann gehen wir. Ja. Nehmen wir noch. Ja. Ich kann ja, wenn ich sterbe, ja nicht mehr gebrauchen. Also, hab's nicht mehr im Inventar. So. Was ist neu im Neffe? Was haben wir denn noch Zeit? Ja, okay, gehen wir nur kurz ins Neffe. Sagen wir noch 4, 5 mehr. Sagen wir 5 mehr. Okay. Bis jetzt noch nichts Neues. Aber oh, die Decke ist hoch oben. Hat sich auch verändert, der Block. Ja? Und auch smooth. Und irgendwie die Abbaugeräusche haben sich auch verändert. Cool. Ja. Ich mache mir einfach mal ein Ding. Also, was ist das für ein Erz? Was ist denn das? Ist das Gold? Cool. Ja, es gibt Neffe-Gold-Erz. Aber auch ziemlich viel. Oh, eine Festung direkt. Krass. Ich habe das Gefühl, es wird mir sehr viel Spaß machen. Eine schreckliche Festung. Eine schrecklich nette Familie. Aber ja, wir haben ja keine Rüstung gemacht, nix. Ja, das ist schwer so. Aber. Okay, bis jetzt auch keine Gefahren. Trotzdem hier mal einen Weg durch. Ja, wir sollten vielleicht noch nicht so vor spurten. Ja, was soll ich jetzt machen? Muss man natürlich wieder viel mitnehmen und so weiter. Kisten gibt es leider keine. Ja, aber nette Warzen gibt es genug. Natürlich, das was selten ist, ist häufig und das was häufig ist, ist selten. Ah. Aber ich möchte gerne Kisten. Und keine Witze jetzt gerade hier. Ach Mist. Das wird ja ein Urlaub, ey.
höllisch schlechte Urlaube. Das ist nicht so. Aber so kann ich ja wieder gut lernen, Minecraft zu spielen. Ihr wisst ja, ich habe sehr wenig Minecraft spielen wollen können. Also eher auf Servern hat immer wieder Roleplay gemacht und eher nicht gespielt. Jetzt könnte da schon noch ein bisschen was lernen von netter Festungen und so. Aber dafür hab ich auch euch. Ihr müsst nur in die Kommentare schreiben, was ich besser machen soll. Wenn ihr seht, ich spiele nicht gut, dann dürft ihr das gerne. Oglo! Was ist das? Ist das jetzt ein neuer Mob? Ja, genau! Genau solche Sachen, die ich nicht brauche. Ach komm. Ich will mal zum Glockock. Der da? Oh, Schweinchen! Wie süß! Wir haben Schweinchen als Mobs. Also wirkliche Schweinchen jetzt. Nicht nur Schweine-Zombies, sondern wirkliche Schweine. Mhm. Wie heißen denn die? Ich kenne ich. Ich habe mich nicht informiert. Und die heißen irgendwie so Globs oder so. Hab ich gelesen. Ja, gut. Aber Globs, das sind Schweinchen aus Sacred Underworld. Das kennt das Spiel. Das ist ein Action-Rollenspiel, Hack and Slay. Von einem deutschen Entwickler, der pleite gegeben gar nicht ist. Ja, den es nicht mehr gibt. Hä? Ah, Sattel. Ja, wo bin ich jetzt hier? Ich habe mich schon verirrt. Wie viele goldene Dinge sollen wir noch bringen? Hä? Wir werden gezwungen hier, das Schwitschen. Zucker. Ja, ein Witterskelett. Ja, sicher. Tötet mich doch nicht dort. Nein! Nicht töten! Ja, ich bin tot. Ja, sicher! Wie viel Reichweite haben die? Unglaublich. Also ich tue jetzt, wer es wirklich kein Projekt ist, wo man Ding nur zur Schnelligkeit das nochmals im Kreativmodus machen. Es ist nicht wegen Cheaten, sondern einfach wegen der Zeit sparen müssen. Weil sonst seid ihr natürlich auch wieder eher gelangweilt. Der Berg ist auch cool, so ein Tunnel durch. Aber mich nervt das einfach, dass die Witterskelette oder irgendwie auch, ja, war das falsch mir zeigt, weil ich war gerettet. Ich hätte abhauen können. Ich hätte überlebt. Also ganz komisch. Unglaublich. Der Tod war nicht verdient, liebe Zocker. Ihr habt's gesehen. Aber wieso sind so viele Skelette plötzlich gekommen? Welchen Grund hat das? Finden wir das noch? Das war hier, oder? Hier und dann hier? Ja, ja, da sind sie schon. Unglaublich! Bin ich so schlecht geworden, dass ich schon zweimal gestorben bin? Was sagt ihr dazu? Gib mir mal eine Note von 1 bis 6. Das 1 ist die beste. Und 6 ist die schlechteste. Nicht umgekehrt, in der Schweiz ist sie umgekehrt. Aber eine deutsche Note für wie gut ich zocke und wie viele Chancen ich hätte gehabt. Weil, ja. Okay, neue Blöcke hat man gesehen, aber ich weiß jetzt noch nicht, was die gibt und was. Das ist für mich jetzt gerade echt nicht so gut. Möglich gewesen zu überleben, oder? Hättet ihr überlebt? Wahrscheinlich schon. Okay, ein Armier Kohle. Die anderen sind despawned. Schade. Aber ich bin jetzt extra nicht bei den Skeletten geblieben. Also, ja.
Man sollte ja nicht profitieren können vom Cheaten, vom Schnellreisen. Deshalb geht das in Ordnung. Schade, aber dass ich schon wieder zweimal gestorben bin. Ja. Bin irgendwie heute auch nicht so konzentriert. Das Problem ist halt langweilig. Habt ihr gemerkt, dass ich sehr vorsichtig war jetzt in dieser Festung und dann plötzlich halt überrascht wurde? Es bringt auch nicht so viel. Und eben, es ist langweilig, so mega vorsichtig zu spielen. Deshalb bin ich offensichtlich, bin halt zweimal gestorben. Also sehr offensiv. Aber gut, dann können wir eigentlich jetzt wieder zurückgehen. Machen wir einfach in der nächsten Folge. Und wünsche euch einen wunderschönen Abend oder Vormittag oder Nachmittag, Mittag oder Nacht. Tschüss!